Er hält gut aus. Ja, ja, du, ich werde viel stark. Oder ich muss stärker werden. Nee, sehr stark, sehr stark. Also. Oh, alles super. Sehr super. Ey, das ist das letzte Geräusch, was man hört, ist dann also schupp, schupp. Zu Recht. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel hier im Boxcamp Gallus in Frankfurt und ich bin nicht allein. Bei mir ist Julia Peitsch, MMA-Kämpferin und ganz tolle Frau. Hammer bist du. Danke. Hammer bist du. Ich bin total geflasht, das hier ist Teil 2. Das erste Interview hat Julia Kamerafrau, ich habe rübergeschaut, hat sie geweint. So. Ja, es sind schwierige Themen. Julia ist 25 Jahre alt und international erfolgreiche MMA-Kämpferin. Auffällig sind die Narben an ihrem Körper. Triggerwarnung. Eine extrem schwierige Kindheit führte bei ihr zu psychischer Belastung und selbstverletzendem Verhalten. Ihre ganze Geschichte ist in der Beschreibung verlinkt. Du bist MMA-Kämpferin und wie ist deine Verbindung zu diesem Ort hier? Hier hat hier hat alles angefangen. Es war so einer der ersten Schritte, wo ich in die Gyms reingegangen bin. Ja? Hier Chris, den kenne ich jetzt schon auch seit Jahren. Ne? Sehr guter Mann. Also, ja, der hat auch dann am Anfang direkt gesehen, dass ich das Zeug dazu hätte, okay, und weitermachen soll. Ich bin hier durch eine Schule gekommen, so nicht Schule, sondern ich war in so, also nach der Schule, nachdem ich meinen Abschluss hatte, wusste ich noch nicht, wie ich in den Job reinkomme. Und da kam ich in, das war so eine Gruppe, mit einer Lehrerin. Diese Lehrerin hat uns als Klasse hierher genommen, um uns ein bisschen Kampfsport zu zeigen. Und ich konnte schon so ein bisschen boxen. Mhm. Und habe dann hier den Chris kennengelernt und kam dann hier immer wieder hin und hatte Anbindungen zum Boxen, reinen Boxen. Hier, also im Boxcamp Gallus, wird ganz, ganz viel Jugendarbeit gemacht. Ganz wichtig, genau. Ist super wichtig. Kannst du ein bisschen was drüber sagen, was hier alles passiert? Ja, also ich war ja damals dann schon volljährig, aber für die, die dann die Kleinen, ich glaube ab 5 kann man hier oder ab 6 kann man anfangen. Für die ganz Kleinen, für die Jugendlichen ist es hier der perfekteste Ort. Hätte ich Kinder, würde ich die hier reinbringen. Wäre ich klein, wäre ich hier. Es wird hier kommst du nicht nur zum Training und gehst nach Hause. Hier schaut der Chris zum Beispiel auch nach den Noten. Es wird nach den Noten geschaut. Es wird geschaut, dass die Jungs, vor allem die problematischen Kinder, die Probleme haben, viel auf der Straße sind, dass die von der Straße hier reingeholt werden. Dass die, ganz wichtig, lernt ihr alle beim Chris, diszipliniert werdet. Also hier, wenn ihr mit dem Chris trainiert, dann lernt ihr Disziplin. Und viele haben, also ich glaube alle sogar, tun ihre Noten hier verbessern. Und wirklich hohe Hut ab, dass er diese Arbeit hier macht, dass er den Kindern und Jugendlichen hier hilft, wieder auf eine gute Strecke zu kommen. Und das ist ganz wichtig. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier sein dürfen und dass wir auch damit das Boxcamp Gallus jetzt nochmal irgendwie publik machen können. Mhm. Ich feiere solche Projekte. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass Kampfsport für junge Menschen extrem wichtig sein kann. Ja, auf jeden dass Fall. Dass es Kids, die Probleme haben, Disziplin beibringt, Selbstwert beibringt. Auch das, weißt du, ich arbeite ja mit gefährdeten und bereits kriminellen Jugendlichen. Und da habe ich ganz oft einen Vorwurf. Ja, jetzt lernst du den Leuten auch noch, wie sie schlagen. So, und die werden doch jetzt noch gewalttätiger. Mhm. Wie stehst du dazu? Nö, das heißt ja, dass, ich bin jetzt nicht von der JVA, aber das heißt ja, dass ich, die jetzt Kampfsport macht, draußen noch viel aggressiver ist. Nein, ganz im Gegenteil. Also die Jungs, die dann vor allem auch hierher kommen, und das ist auch meine Erfahrung, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich auch kennengelernt habe auf meinem Weg, die den Sport hier anfangen, die auch hier anfangen, die werden immer, immer ruhiger. Mhm. Die wissen dann auch, was sie können. Ja. Die wissen auch, dass sie es nur anwenden in einem Notfall. Mhm. Es ist einfach dieses, du lernst, du weißt einfach, wie du lernst
einfach mehr Selbstbewusstsein. Mhm. Du weißt, was du machen kannst, wenn dich jemand anfasst. Mhm. Du weißt einfach, dass du dann sicherer durch die Straßen gehen kannst, dass du in der Klasse zum Beispiel nicht gemobbt wirst. Dass du, es werden ja so viele Kinder gemobbt. Und ich denke, wenn du Kampfsport kannst, dann sind das eher die Kinder, die dann nicht gemobbt werden. Mhm. Also du wirst dann kein Mobbing-Opfer, wenn du Kampfsport lernst. Weil du gehst einfach mit einer geraderen Haltung in die Schule, durch die Straßen, in den Supermarkt und es macht einfach selbstbewusster und mehr Stärke. Und gleichzeitig mobbst du auch weniger, weil es gibt ja eine gewisse Verpflichtung und Verantwortung deinem Kampfsportverein und deinem Trainer gegenüber. Was würde der Chris sagen, wenn du, wenn er hört, weißt du, ein 15-Jähriger mobbt da in der Schule jetzt mit dem, was ich, darfst du nicht mehr kommen, im schlimmsten Fall. Musst dich rechtfertigen und das ist was, was diese Kids ja auch vermeiden wollen. Und zu guter Letzt gibt's was. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange schon Erfahrungen mit Gewaltstraftaten, mit schlimmsten Gewaltstraftaten auf alle Formen. Und der U-Bahn-Schläger oder diese Bilder, die wir oft sehen, die so schrecklich aussehen, wenn dann ein Kind von oben, pam, man, von 12 nach 6 jemanden auf den Schädel tritt am Boden. Ich kann euch sagen, das sind alles keine Kinder, die Kampfsporterfahrung haben. Weil du weißt, was dieser Kick macht. Ja, genau. Du machst den nicht auf Beton. So sauer kann ich gar nicht werden, weil sein Schädel platzt. Ja. Und das ist sowas, das lernst du ja, wenn du, und da ist das Stichwort, Gewaltkompetenz bekommst. Und Gewaltkompetenz bekommst du in so einem Setting. Genau, und hier kannst du dann auch die Wut rauslassen. Und ja. Wenn du im Sparring warst, hast du danach auch keinen Bock, irgendwie nochmal jemanden draußen da zu schlagen oder so. Mhm. Also das, du lässt hier die Impulse raus und danach fühlst du dich auch besser. Also ich kann jedem ans Herz legen, wer in Frankfurt ist, einer von den Jüngeren auch, dass man, auch wenn man älter ist, man kann hierher kommen, man kann hier trainieren. Aber wirklich speziell sage ich das für die junge Generation. Du hast begonnen mit 18. Ich glaube, mit 17 habe ich angefangen, das erste Mal. Es war sehr schwer auch, weil ich soziale Phobie so hatte. Ich war ja nicht so, wie ich jetzt bin. Ne? Mhm. Also man denkt immer, ich war so, aber ich war total das Gegenteil. Ich war voll introvertiert eigentlich. Und dann, wie schwer war das, den Fuß hier reinzusetzen? Weil es ist ja schon, es ist ja was ganz Neues. Es ist ja, wie hast du es dann doch gemacht so? Also ich war, bevor ich hierher kam, war ich in einem anderen Gym noch. Ich glaube, mit Muay Thai habe ich erstmal angefangen und war dann gleichzeitig aber auch hier. Es war sehr schwer. Ich hatte übrigens auch, du weißt ja, was Schattenboxen ist, ne? Mhm. Ich hatte zum Beispiel Angst, Schattenboxen zu machen, weil ich Angst hatte. Also ich hatte immer dieses, jeder guckt mich an und jeder guckt mich an, immer diese Angst. Und immer die ersten Monate, ich hab nie Schattenboxen gemacht, weil ich es halt auch nicht konnte und weil eben auch diese Angst, glaube ich, davor war, so, ich kann es nicht, was denken die anderen von mir? Das konnte ich irgendwie nicht ablegen. Hab immer, wenn das Training angefangen hat, saß ich auf dem Boden. Jeder hat sein Schattenboxen gemacht. Beim Sparring, ich war auch nicht, wie ich jetzt war. Ich konnte gar nicht Sparring machen. Ich wollte kämpfen, also von Tag 1. Ich wollte mit dem Kampfsport anfangen, damit ich kämpfen kann. Ich wollte es nie als Hobby machen. Von Tag 1 hatte ich diese Vision, mich im Ring oder Cage zu sehen. Und ich konnte aber gar nicht so von Tag 1 dem nachgehen, weil ich halt mit mir selber so viele Probleme hatte, wie dass ich eine Shutbox nicht mitgemacht habe, weil ich Angst habe wegen den Leuten, dass ich Sparring nicht mitgemacht habe, weil ich dadurch getriggert worden bin irgendwie, wenn so die ersten Schläge, die dann so in mein Gesicht kamen. Ich bin nur zurück und habe die ganze Zeit Deckung gehabt und habe das dann auch nicht, habe Sparring dann auch nie mitgemacht, die ersten Monate, glaube ich. Saß dann auch nur irgendwie auf dem Boden, habe dann zugeschaut oder habe gegen den Boxsack nur gekickt und geboxt und gekickt. Also ich habe gar nicht das Training von Anfang bis Ende mitgemacht und das irgendwann hat sich das dann gelegt. Irgendwann, ne? Musstest du sozusagen durchgehen? Ich musste durchgehen, weil... Weil jetzt auf den ersten Blick, ne, ist ja das gerade eine der Sorgen. Du hast was super Interessantes angesprochen. Du hast Gewalterfahrungen gemacht in der Kindheit. Ja, viel. Auf jeden Fall. Sehr viel. Du wurdest geschlagen. Ja. Ja. Und das ist ja dann eigentlich, würde man ja dann vielleicht, weiß ich nicht, was ein Psychologe jetzt sagen würde, aber auf den ersten Blick ist ja dann so, ja, dann geh, lass dich lieber nicht schlagen, weil das triggert dich. Genau. Aber es und da geht es dann wahrscheinlich auch erstmal schlechter dann danach, nachdem du dann geschlagen hast. Auf jeden Fall. Also, und dann vielleicht auch, wenn man sich am Anfang noch nicht wehren konnte. Also sowieso, das erste Sparring ist für niemanden nice, so eigentlich, weil jeder denkt sich so, also ich weiß noch, ich hatte diese Wuttränen. Ja. Kennst du die? Ich war so wütend, also als ich beim Ringen, auch wenn ich jemanden überhaupt nicht erwischen konnte, so, dass ich danach so wütend war, dass es mir eigentlich kriegst die ganze Zeit nur eine ab. Kriegst nur. Ja. Und
Warum ist es dann trotzdem wichtig? Warum glaubst du, es ist trotzdem wichtig? Weil ich diese Vision in meinem Kopf nie verloren hatte. Ich hatte die Vision, dass ich dadurch muss. Und ich bin immer wieder ins Training hingegangen. Ich habe zwar immer nach dem Training geweint. Ich weiß noch, ich war immer im Bus und bin nach Hause gefahren. Ich habe immer geweint. Ich habe mich so leer gefühlt. Und bin aber immer wieder ins Training. Ne? Bin auch oft zu spät gekommen ins Training. Weil ich diese soziale Phobie so stark hatte, dass ich im Bus nicht richtig sitzen konnte und dann immer aussteigen musste, weil das mir alles zu voll war. Also es war sehr schwer. Aber mit dem Sparring ist das wirklich nach einer Zeit gekommen. Ich habe dann irgendwann Gym gewechselt, waren verschiedene Gyms und da wurde ich auch mal mehr dann unterstützt. Mhm. Und man muss halt auch unterstützt werden. Ne? Mhm. Also keiner schafft das einfach so. Man braucht die Unterstützung, man muss das lernen. Und man muss lernen, natürlich zu meiden. Ich musste lange Zeit erstmal lernen. Es hat wirklich mir viele Knockouts, TKOs gekostet, dass ich lernen musste, nicht geschlagen zu werden, sondern zu treffen. Also auszuweichen. Okay. Ich wurde hier auch von den Jungs hin und her demoliert, weil irgendwann mal von dieser Angst hatte ich eine andere Phase plötzlich. Das ist aber keine gesunde Phase, wo ich es mochte, dass die mir dann gegen den weil ich quasi dachte, so zeige ich Stärke, dass ich gezeigt habe, ja, schlag doch zu. Die Rocky-Phase. Ja, ich war dann oft auf dem Boden, lag auf dem Boden, wieder aufgestanden und immer weiter, was überhaupt nicht gut ist, weil TKO, K.O. sollte eher dann vielleicht mal, sollte wenn überhaupt eher im Kampf passieren oder wenn du hartes Sparring machst, aber nicht in den Technical Sparrings. Ne? Und dann vor allem auch als Frau, wenn du als Mann dann irgendwie eine abbekommst und viele Männer, ich war ja wirklich in vielen Gyms schon, viele, viele Männer, ist unglaublich viel, haben Ego-Probleme. Mhm. So, und die halten sich dann auch nicht zurück. Und am Ende heißt es ja, die hat angefangen, die hat als erste zugeschlagen. Dann geben die eine zurück. Aber ich bin sehr reifer dadurch geworden und habe auch gelernt, wenn ich so weitermachen würde, wie ich vorher Sparring gemacht habe, kann ich den Sport auf keinen Fall sehr lange weitermachen. Mhm. Und ich lerne immer viel, Technical Sparring zu machen, um das dann anzuwenden später. Ich fand es sehr, sehr interessant. Und es ist jetzt ein bisschen Laienpsychologie von mir. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich komplett falsch. Aber es ist ja auch schon wieder dieses, ja, okay, dann das spüre ich jetzt und ich überlebe das. Aha. Und ich bin danach immer noch da, schlag doch zu. Und ich lasse mich eigentlich mehr treffen, als ich müsste, zu zeigen, mir selber auch zu zeigen, so, ne? Ich stehe das durch. Aber es, wie du schon sagst, das wäre fast schon wieder eine andere Form von... Genau, jetzt wo du es sagst. Und das war mir damals aber nicht bewusst. Hm. Es war mir nicht bewusst, dass das eigentlich eine Art von... Namensammlung schon wieder ist. Ja, Namensammlung irgendwie ist, wenn du da jeden Tag dann... Wenn du jedes Mal im Sparring geschlagen wirst und es bockt dich nicht, dann ist es eine Art von irgendwie... Dann heißt das ja auch, dass in dem Unterbewusstsein da noch sehr, sehr viel steckt, ja, was man, also es war nicht sehr gut. Sehr interessant. Und dann irgendwann hast du gesagt, warte mal, jetzt lasse ich mich nicht mehr treffen. Ja, ich muss. Ich meine Bewegung. Ja, okay. Irgendwann hat mich ein Trainer gefragt, was hast du gestern trainiert? Und ich habe gesagt, ich wusste es nicht. So ein anderer Trainingspartner musste für mich antworten. Der hat gesagt, was ich gestern trainiert habe. Ich wusste es nicht. In der Zeit habe ich in der Vorbereitung zweimal am Tag trainiert und ich wusste nicht, was ich gestern trainiert habe. Mhm. Und diese Lücken sind mir sehr oft passiert. Ich wurde sehr, sehr vergesslich. Ich habe heute immer noch diese Vergesslichkeit, aber umso mehr passe ich halt auch darauf auf, wie ich Training mache. Und früher konnte ich zum Beispiel auch nicht sagen, wenn einer zu hart im Sparring war, konnte ich nicht sagen, ey, mach mal locker, heute Technik, ne? Mhm. Konnte ich nicht sagen, weil ich dachte, dadurch bin ich schwach, wenn ich sogar als Frau dann noch sage, ey, mach mal ein bisschen langsamer, dachte ich mir, ey, nee. Ist aber halt voll okay. Ja, natürlich. Genau, ist voll okay. Klar, ist sogar, genau. Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter, ist sogar deine Verantwortung. Ja, natürlich, genau. Weil ich gebe dir vielleicht auch so fest, wie ich denke, dass du es haben willst. Genau, halt, aber weißt du so? Richtig. Und diese Verantwortung hatte ich ja nicht, ne? Also, genau, diese Selbst... Ja, genau, diese alles war mir egal. Für dich selbst hast du nicht übernommen. Ich war mir selber egal, mein Körper war mir egal, mir war scheißegal, ob ich war, also so, alles war mir egal. Ich glaube, dir ist es bestimmt bewusst, ja, weil du arbeitest ja selber auch mit Jugendlichen, aber dass diese Geschichte, ja, Missbrauch als Kind, Schmerz als Kind, dass die auch hätte in Drogen führen können, auch hätte in Kriminalität führen können, auch in irgendein anderes selbstschädigendes Verhalten. Wenn man sie weiterhin unterdrückt. Ja. Genau. Aber ich muss auch sagen, ja, wenn man sie unterdrückt, kannst du in die Linie kommen, dass du drogensüchtig wirst und irgendwo in der Ecke landest. Ne? Mhm. Aber du musst, wenn du es nicht aufarbeitest,
aufarbeitest oder versuchst, dich damit auseinanderzusetzen und eine gewisse gesunde Distanz damit zu bekommen, wirst du eine, früher oder später wird es passieren, dass es dich einholt. Weil du kannst nicht vor der Vergangenheit wegrennen. Du kannst versuchen, einen Deckel drüber drauf zu machen, aber der wird irgendwann aufplatzen. Ne? Also das Wasser wird irgendwann überkochen. Und das ist ja bei mir dann auch passiert. Und auch ich habe ja dann angefangen so mit 18, 19. Ne? Ich war dann erstmal in der Psychiatrie mit 18. Mhm. Da habe ich dann auch erfahren, dass die Bilder in meinem Kopf zum Beispiel der Wahrheit entsprechen. Also das was war, für Bilder oder was war das? Ja, Missbrauch. Ne? Da war ich 5, der Junge war da älter. Ich habe damals gedacht, das wäre ein Mann gewesen. Aber ich war ja 5, da ist alles groß und jeder Typ ist älter und man denkt, das ist groß. Aber ich war 5 und der war damals, also das habe ich später erst erfahren, der war selber noch Jugendlicher. Mhm. Ich habe damals... Ich habe andere Mädels gefragt, die mit mir bei dieser Familie gewohnt haben. Ich habe mich sehr geschämt, diese zu fragen, aber es war der einzigste Weg zu fragen, ob diese Bilder echt sind in meinem Kopf. Ich habe gefragt, hey, hätte es sein können vielleicht, dass dieser Junge in meinem Zimmer gewesen ist und gewisse Sachen gemacht hat? Und dann hat sie gesagt, ja, das hat er mit mir auch gemacht und mit ihrer Schwester auch. Und das war jetzt erstmal, es war ein richtiger Schock. Aber es war eine unglaubliche Erleichterung. Ich bin nicht verrückt. Ja. Ich habe nicht eingebildet. Ich konnte langsam endlich wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Ja. Du hast dir ganz lange überlegt, ob diese Bilder überhaupt wahr sind. Ja. Du wusstest nicht, ob du deinem Gehirn vertrauen kannst. Ja, genau. Ja. Es ist krass. Es ist krass, wie ein Körper, damit du weiterleben kannst, wie dein Körper reagiert. Auch wie dein Körper gewisse Sachen unterdrückt, damit du diesen Überlebensmodus hast und weiterleben kannst, muss es gewisse Dinge unterdrücken. Mhm. Das heißt, ich konnte leider erst mit späterem Alter anfangen zu heilen. Und dieser Heilungsprozess heißt ja nicht, okay, von heute auf morgen so, dann geht's einem besser, sondern Heilungsprozess heißt, du fällst, aber du fällst dermaßen tief. Du wirst sehr, sehr oft runterfallen. Aber das ist der ganze Heilungsprozess, der mich Jahre jetzt auch gekostet schon hat. Ne? Aber danach fühlst du dich halt erleichterter. Ich habe gemerkt, mein Körper sucht nach Antworten, warum ich so bin, wie ich bin. Wenn es mir zum Beispiel gut gehen würde und ich würde jetzt irgendwie studieren oder mir würde es blenden gehen, würde ich ja gar nicht so viel hinterfragen, was damals war. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, ich bin anders, total anders als der ganze Umfeld in den ganzen Jahren, im ganzen Schulleben. Ich bin immer anders gewesen. Und auch dieser Psychiatrieaufenthalt, rein, raus, hat mich dazu gebracht, dass ich hinterfragen muss endlich mal, was damals gewesen ist. Und dann habe ich beim Jugendamt angefragt nach meiner Akteneinsicht. Das ist vielleicht auch für viele interessant zu wissen. Man kann ab 18 eine Akteneinsicht haben. Und man muss wissen, was man in welchem, also wenn in der Kindheit was passiert ist, ne, wird eine Akte angelegt. Und ich hatte sehr dicke Akten, zwei große Ordner voll Akten. Und ich habe dann einen Termin bekommen und eine Akteneinsicht. Und die Akteneinsicht war sehr, sehr schwer, weil ich da viel erfahren habe, was ich nicht wusste. Aber ich konnte erst dann auch anfangen zu heilen, weil ich wusste endlich, warum ich mir gewisse Sachen antue. Und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst die zweite Akteneinsicht, weil mir noch mal ein paar Fragen hochgekommen sind, die ich dann auch beantwortet bekommen habe. Danach wollte ich danach wieder ins Training, aber ich wurde da irgendwie dann so sehr getriggert, dass ich dann es auch nicht mehr leider ins Training geschafft habe, aber das hilft mir einfach zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin, weißt du? Und eigentlich, wenn ich diese Akten so dann jetzt durchgelesen habe, ich habe die Papiere jetzt auch zu Hause, dann muss ich sagen, wenn ich mir das so durchlese, so was diesem kleinen Inneren, also was diesem kleinen Kind damals von mir passiert, also was mir passiert ist, dann wundere ich mich, warum ich nicht am Bahnhof irgendwo in der Ecke liege, warum ich mich nicht spritze. Also ich finde es krass, was du in der Akte auch herausfinden kannst. Ich wundere mich, ich verstehe es nicht. Ja. Würdest du den Menschen raten, diese Akteneinsicht zu nehmen, die wissen, die spüren, also die erst zuerst mal Jugendamt durchgegangen sind, also diese ganzen Maßnahmen durchgegangen sind, weil sonst gibt es die Akte oft gar nicht. Aber bei denen, die Maßnahmen mitgemacht haben oder in Obhut genommen wurden und solche Sachen, da gibt es Akten, würdest du den Leuten raten, das anzusehen? Also ist es den Schmerz wert? Also ich muss sagen, wenn man
Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich würde jetzt nicht sagen, ey Leute, ruft mal alle beim Jugendamt an und guckt, was in eurer Akte steht. Auf keinen Fall. Nicht, das möchte ich, damit möchte, ich möchte damit nicht werben, unbedingt jetzt eure Akten anzuschauen. Man muss wissen, also, dass die Akteneinsicht, dass ihr da Sachen erfahren, dass man Sachen erfahren kann, die einen wirklich, wirklich, wirklich runterreißen können. Und wenn man, vielleicht muss man erstmal abwägen, wie sehr will ich überhaupt wissen, was damals war. Weil wenn man nicht unbedingt wissen möchte, was damals war und einem geht es eigentlich ganz gut, wie es gerade läuft im Leben, dann muss man es ja vielleicht nicht unbedingt anschauen. Ne? Aber wenn man unbedingt wissen will, was damals war und vielleicht die Eltern einem auch nie irgendwas besonders gesagt hat und man hat das so diese Intuition, ganz wichtig, wenn die Intuition einem sagt, ich will wissen, dass da was gewesen ist und die Intuition sagt, dass da was gewesen ist, dann ist da auch was gewesen. Und die Intuition hat bei mir nicht gelogen. Die ganzen Jahre über hat meine Intuition mir gesagt, da ist was gewesen, ist auch was gewesen. Aber man muss wissen einfach, dass es einem klar besser gehen kann, aber es wird euch auch erstmal schlechter gehen. Es wird einfach so sein. Es wird dir nicht gut gehen, wenn du das liest. Es werden Tränen fließen. Vielleicht sollte man sich, wenn man in Therapie ist, dann würde ich den Leuten das eher sagen, ja, könnt ihr machen. Und auch für die Leute, die sich sicher fühlen und gut im Leben schon fühlen, das zu machen. Ja, bei mir war es einfach unglaublich, dieser Drang, wenn ich nicht weiß, was damals gewesen ist, kann ich nicht so weiterleben. Also ich musste das wissen. Vielleicht macht es nicht alleine, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dass ihr alleine stehen könnt, sondern vielleicht wirklich in einer Begleitung mit Menschen vielleicht oder bereitet Menschen immer im Umfeld vielleicht darauf vor, dass sie mehr nach euch gucken zu der Zeit. Oder ganz wichtig, wie du es schon sagst, habe ich vergessen, das habe ich immer vergessen, jemanden zu fragen, vielleicht mitzunehmen. Man fühlt sich sehr allein in diesem Moment, wenn man vor dieser Jugendamtfrau steht, weil dieser Frau, also die haben manchmal nicht so viel Empathie. Die fangen euch nicht ab, auf keinen Fall. Das werden sie nicht leisten können. Und genau. Selbst wenn man, ich habe früher viel geschimpft, heute weiß ich, manche können nicht besser, manche haben Ding. Nehmt vielleicht eine Freundin, nehmt einen Freund mit, nehmt jemanden mit, der euch vielleicht auffängt und auch gar nicht, um jetzt die Sachen direkt zu erfahren, sondern einfach nur, dass ihr euch danach nicht direkt allein fühlt, in dem Raum vielleicht nicht allein fühlt. Der muss ja nicht mitlesen oder die. Genau, die kann ja euch danach kann ja euch danach abholen von dem Termin. Beim Raum davor warten, wie auch immer. Okay, du willst auch in Zukunft weiter anderen Menschen helfen mit deiner Geschichte. Ich bewundere das sehr, weil das ist etwas, ich habe Fehler gemacht, ich habe dafür viel gelitten und es wäre vielleicht umsonst gewesen, wenn ich nicht danach diesen Weg gegangen bin, den ich jetzt gegangen bin. Und dann manchmal kann das einen Sinn geben, der ganze Schmerz, durch den du durchgegangen bist, kann anderen Leuten vielleicht Schmerz erleichtern. Allein schon jetzt der Satz, was du gesagt hast, nämlich, ich war in der Schule, ich war immer anders als alle anderen. Im Grunde war ich immer allein. Das Krasse ist, du warst eigentlich nicht allein, weil in jeder Schule gibt es dieses Mädchen. In jeder Stufe gibt es dieses Mädchen. In jedem Dorf, in jeder Stadt, überall sind Menschen wie ihr. So, ihr seid nicht allein. Wenn ihr in den Bus einsteigt oder in die U-Bahn einsteigt, es gibt immer Leute, denen es genauso geht. Und du machst es gerade sichtbar so. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wundervoll. Vielleicht können wir die Leute ein bisschen dafür sensibilisieren, auch das zu sehen bei anderen. Aber vor allem auch nochmal, wenn ihr betroffen seid, ihr seid nicht allein. Egal, wie einsam ihr euch gerade fühlt, es gibt Menschen, die dasselbe durchgemacht haben und die dasselbe durchmachen. Und es gibt Leute, die so da rauskommen. Und du bist 25 jetzt, da geht es noch weiter. Du wirst noch viel näher dir selber kommen, dich noch viel sicherer fühlen, ja? Das weiß ich. Du hast dir Sicherheit zurückgekämpft. Du kämpfst dir die gerade zurück. Ich spüre das richtig. Ganz kurz, einfach, wir nehmen es mit zu MMA. Ich will nochmal zum MMA. Jetzt sagen aber, es gibt Leute, MMA hat starke Kritiker. Ja. Also es gibt Leute, die sagen, boah, gerade wenn man Käfig sieht oder so, ne, es ist ja brutal, es gibt keine Regeln, es ist doch furchtbar schrecklich. Gibt's aber. Aber es ist ja Unwissenheit, das mit den Regeln. Es gibt, glaube ich, bei MMA mehr Regeln als bei den meisten anderen Sportarten irgendwie so, was du nicht darfst, was du darfst, wie die Situation ist. Aber was sagst du oder wie glaubst du, können wir solche Leute nochmal abholen? Vielleicht schauen jetzt hier Eltern zu, die sagen, hey, meine Tochter, ich glaube, das würde dir eigentlich gut tun. Ich würde auch gerne wissen, dass sie, weil eins kann ich dir sagen, also ich glaube nicht, dass du, äh, das,
das, also du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn es da irgendwie so ein besoffener Abend dir irgendwie blöd kommt. Nee, ich fühle mich sicher und ich freue mich. Also ich weiß mit selbst, ich kann sehr gut sagen, dass wenn was auf der Straße passiert, dass ich auf jeden Fall dann eingreife und nicht überlegen, soll ich was jetzt machen? Ich gehe dann da auch hin und helfe. Mhm. Ein Betrunkener. Sie lacht, wenn ein Betrunkener so, der sitzt auf dem Hintern, bevor er weiß, was passiert ist. Und deswegen, vielleicht gibt es ja auch jetzt Eltern oder so, oder die zuschauen, oder Leute selbst, die zuschauen und sagen, aber das ist doch so brutal, das ist doch so schrecklich. Und was kann man den Leuten sagen? Wie kann man die vielleicht nochmal abholen? Indem man vielleicht erstmal ein Probetraining macht. Und also ich kann die Leute abfangen, die Eltern abfangen, auffangen, die denken, klar, wenn man die Videos erstmal sieht oder ne, man Blut überströmt, man sieht erstmal, oh, es ist ja voll viel, es geht da nur um Schläge. Aber es geht nicht nur um geschlagen zu werden, nicht getroffen zu werden. Es geht viel, viel, viel mehr, was im Kopf passiert. Im Kopf passiert so viel, wenn du den Sport machst. Du wirst wirklich, also es ist, man kann das nur verstehen, wenn man selber mal Probetraining gemacht hat, trainiert hat, was dieser Sport einem gibt. Und es ist krass, weil hätte ich diesen Sport nicht gemacht, wäre ich nicht mehr eigentlich da. Was? Das gilt für mich genauso. Also Sport ist eine der Selbstwertsäulen, die mich am Leben gehalten hat. Jetzt nicht nur Kämpfen, sondern bei mir war es auch Fitness, weil also Fitnesssport auch. Aber beim Kämpfen, ich habe so meine Erfahrung und ich weiß, wenn du am Donnerstag auf dich selber Acht gibst, weil du am Samstag einen Kampf hast, wenn du am Mittwoch darüber nachdenkst, ob du jetzt noch irgendwie rauchst oder was auch immer, wenn du auf dich Acht gibst, weil du in ein paar Wochen einen Kampf hast zum Beispiel. Das ist was Großartiges. Das ist gerade für Leute, die eigentlich ziellos sind und die ihren Selbstwert nicht kennen und die nicht wissen, wie wichtig das ist, was wir hier haben. Genau. Denen kann es sehr, sehr viel helfen und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es ein toller Sport ist, dass es gut ist auch. Wie geht's denn dir eigentlich heute mit Aggression so? Also ich kann mir vorstellen, dass du ja wahrscheinlich viele Phasen durchgemacht hast. Wenn du durftest das als Kind wahrscheinlich nicht zeigen. Die Gewalt wurde eher gegen dich gewendet. Genau. Dadurch, dass die Gewalt eher an mich gewendet worden ist, hat sich das irgendwie umgedreht und ich bin aggressiv gegenüber anderen geworden. Total interessant. Die Kinder, die Gewalt in der Vergangenheit erlebt haben, dass die meistens später mit Impulsivität sehr zu kämpfen haben, Impulsivprobleme haben. Und man kommt ja im Sport auch schnell, also man kommt ja auch an seine Grenzen im Sport, im Sparring vor allem. Du denkst, eigentlich kann ich nicht mehr, aber du musst weitermachen. So. Sparring ist jetzt nicht zu Ende, die Runde ist nicht zu Ende, du musst weitermachen. Und so ist es auch in der Realität. Du kommst auch öfter an deine Grenzen, aber du musst lernen, irgendwie weiterzumachen, aber auf einer gesunden Art und Weise. Und ich komme in gewissen Situationen, also ich schlage jetzt nicht draußen irgendwelche Leute, aber es ist leider so, es kommen manchmal Impulsivitätsprobleme, dass ich dann auch handgreiflich werde, weil ich es halt nicht anders gelernt habe, weil das muss ja auch erstmal anders programmiert werden. Mhm. Der Kopf ist ja so programmiert, wenn was nicht passt, gerade in der Situation, musst du schlagen, dass du raus aus der Situation kommst oder dass du, ne, also wie zum Beispiel, wenn jetzt ein großes Problem noch ist, wenn jetzt jemand mich anfasst wegen der Narben und ich frage zum Beispiel und ich sage zum Beispiel, hey, das ist mein Körper, fass mich nicht an. Mhm. Und der sagt, und er geht dann noch weiter und sagt, ich habe dich aber gefragt, was du da hast. Dann ist dieser Moment, wo ich halt dann eine gebe. Und das ist leider schon häufiger passiert in der Öffentlichkeit, weshalb ich dann auch Probleme mit der Polizei hatte. Okay. Die, das ist ganz schlimm, finde ich. So, der Staat hilft leider nicht, dir zu helfen, dass es nicht mehr passiert, sondern der erniedrigt dich dann irgendwie noch mehr und wie sagt man dazu? Also ich muss dafür zahlen, wie ich jetzt bin, obwohl ich kann ja gar nichts dafür, wie ich bin, weißt du? Ich war auch in der Psychiatrie zum Beispiel einmal und ich habe nach meinen Medikamenten gefragt und mir ging es dann, wenn du in der Geschlossenen bist, heißt es, dir geht's nicht gut. Und ich habe sogar nach meiner Medikation gefragt, sie wurde mir aber nicht sofort gegeben, ich brauchte sie aber sofort. Die hat sich erstmal ausgezogen, bequem gemacht und musste natürlich auch erstmal schauen. Und dann haben die mich irgendwie versucht zu beruhigen,
und mich angefasst. Und dieses Anfassen ist bei mir ganz schlimm. So, wenn du mich anfasst, dann geht gar nicht. Ne? Auch wegen der Vergangenheit her. Mhm. Anfassen geht einfach nicht. Und dann habe ich da halt dann agiert. Also das war dann, wie sag ich's, also ich habe halt zugeschlagen, ja. Wie schwer ist es, gefallen ist es zu sagen? Ja, ich wollte es versuchen, ein anderes Wort dafür zu finden. Aber warum ist es dir so schwer, das zu sagen? Weil ich bin ja eigentlich nicht so. Schämst du dich dafür? Ich schäme nicht, aber ich will dem Publikum nicht sagen, boah, du Schlägerin oder so, weißt du. Ich will es irgendwie sanfter versuchen auszudrücken, weil eigentlich, ich bin das ja nicht. Das ist was in mir, was rauskommt, wenn mich jemand anfasst. So, das bin ja nicht ich, das ist etwas anderes in mir. Und deswegen versuche ich es auch nicht so krass cool rüberkommen zu lassen, sondern zu zeigen, dass es leider passiert ist. Mhm. Und das ist halt passiert und dann wurde ich gefesselt. Mhm. Also wenn was in der Psychiatrie nicht klappt mit dir und du nicht so bist, dann wie du sein sollst, auf dir drauf und dann hast du ganz viele Polizisten um dich, hast du ganz viele, ne, die sind alle um dich, die packen dich dann aufs Bett, du wirst dann gefesselt, die wird Medikation gegeben oder gespritzt, dass du dann ruhig bist. Mhm. Und dann wurde ich auch angezeigt für das, was ich in der Psychiatrie gemacht habe. Und ich werde quasi gedemütigt, und das verstehe ich nicht, was hier in Deutschland abgeht. Du lässt dich einweisen, weil es dir schlecht geht. Fragst nach Medikation, das wird dir nicht gegeben. Du wirst daraufhin gefesselt, kriegst eine Anzeige, weil du explodiert bist, aber in einer Psychiatrie. Und ich werde dafür angezeigt und da und dann sitzt du vor Gericht und musst erklären, dass man das getan hat und musst dann Geld dafür zahlen. Also du wirst einfach gedemütigt dafür, für etwas, für das du gar nichts kannst. Und anstatt, und das verstehe ich nicht, anstatt dass das Gericht jetzt schaut zum Beispiel, okay, wie können wir dieser Person helfen, damit das nicht mehr passiert? Wie zum Beispiel, wir helfen ihr, eine Therapie zu finden, wir helfen ihr vielleicht, dass sie da rauskommt auf eine bessere Weg. Du, Julia, das spielt an der Stelle keine Rolle mehr. Du hast jetzt Strafrecht, du bist jetzt vor dem Strafgericht. Das ist denen jetzt erstmal egal. Jetzt kriegst du es. Du bist jetzt die Böse. Ja, und das und was heißt das für die Zukunft, dass ich mich nicht mehr einweisen lassen möchte, oder? Darf ich einmal den Bösen spielen? Ja. Das heißt, dass du nächstes Mal noch früher nach deiner Medikation fragen musst. Ja. Also so würde ich, so, ja, ne, so, das ist so dieses, ich verstehe genau, was du meinst. Du, ich war 10 Jahre in Haft, so. Ne? Ja, ja. Und ich habe auch sehr oft gedacht, so, ey, es ging nicht anders, weißt du, ich meine, es ging nicht anders. Der Staat hilft dir nicht, du musst dir selber helfen. Das ist so, du kannst es aber auch nicht unbedingt, wir dürfen es nicht unbedingt erwarten. Wir selbst sind für unsere psychische Erkrankungen sind nicht deine Schuld, aber deine Verantwortung. Ja. Das ist immer das, was ich so für mich sage. Das ist meine Schuld, meine Verantwortung. Sie hat das gemacht, sie haben Knöpfe gedrückt, die haben Knöpfe gedrückt, da wurden Knöpfe gedrückt, aber es ist meine Schuld, weil ich weiß meine Knöpfe mittlerweile. Ja. Das ist noch was anderes bei 17, 18, 16, ne? Aber desto älter wir werden, desto besser wir uns kennen, desto mehr ist es unsere Verantwortung. Es darf nicht passieren. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin zu 100% auf deiner Seite. Ich will nur, es darf uns nicht passieren. Ja, genau. Es darf uns nicht passieren. Ja. Und es darf auch draußen nicht passieren. Es darf nirgendwo passieren. Und es ist so, du bist eine Tigerin, Mann, du musst deinen Tiger kontrollieren. Ja. Der muss kontrolliert sein. Ja. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ey, aber wenn mal einer eine braucht. Nein. Aus. Gut, jetzt hast du gerade gesagt, oder jetzt hast du gerade von einer sehr negativen Erfahrung in der Psychiatrie berichtet. Und ich kenne es selber, es gibt in jeder Einrichtung, in jeder Psychiatrie, in jedem Krankenhaus, gibt es schreckliche Erfahrungen und Situationen, die dazu führen, dass man denkt, boah, da will ich ja nie wieder hin. Aber es wird einem ja trotzdem eigentlich meist geholfen. Ja. Also wie stehst du heute dazu? Was würdest du sagen, wenn jemand das Gefühl hat, oh, aber dann kann ich jetzt gar nicht hin, ich werde auf keinen Fall, will ich gefesselt werden oder das oder das. Was kannst du so jemandem sagen? Also, das passiert ja nur, passiert ja auch nicht, weil sie dir was Schlechtes wollen. Ich weiß ja, dass die einen fesseln, damit du dir selber was nicht tust und damit du es wird aus Sicherheitsgründen getan zum Beispiel. Und auch nicht bei jedem. So, es wird, ne, auch hier keinen Fall bei jedem. Es passiert ganz, wenn es ganz eskaliert. Wenn die Tigerin. Ja.
sollte man, ist jetzt nicht die schönste Erfahrung, aber trotzdem hat mir die Psychiatrie eigentlich sehr, sehr viel geholfen. Und ich muss sagen, es hört sich vielleicht so strange an, aber ich muss sagen, mit den Leuten in der Psychiatrie komme ich am besten klar. Wirklich. Die Leute, die da sind, die ganz viele, vor allem die Leute, die haben eine Geschichte, die beurteilen dich nicht. Die fragen nicht, welchen Job hast du, was hast du da an deinen Armen, sondern die sind viel tiefgründiger und empathischer als jede Therapeutin, die ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Mhm. Also man soll auch wirklich, auch, ich möchte auch übrigens das aus der Welt schaffen, dass Psychiatrie was Schlimmes ist. Mhm. Es hilft einem, wenn du nicht mehr im Leben weiter klarkommst. Das heißt nicht, dass du da nie wieder rauskommst, sondern du bist dann da für eine gewisse Zeit, dir wird geholfen auch. Ne? Und ja, dementsprechend, wenn es dir wieder besser geht, kannst du dich dann auch halt wieder entlassen. Wir sind beide, glaube ich, große Fans von Therapie und therapeutischen Angeboten und selbst an sich selbst zu arbeiten. Wir haben vorher den Gag gesagt, irgendwie so, du hast noch keine Therapie, ja, okay, dann melde dich erst, wenn du die gemacht hast. Ja. Es geht ja nicht immer nur um Psychiatrie, jetzt wirklich schon, Psychiatrie ist dann auch wirklich, wo du dann dort bleibst. Leute, es gibt so viel, was ihr machen könnt. Es gibt einfach eine Menge therapeutischer Angebote. Es muss nicht stationär sein. Apropos Selbsthilfegruppen, ganz wichtig. Selbsthilfegruppen, ambulante Therapien. Engagiert euch selbst. Mhm. Ich habe den größten Sprung in meiner Entwicklung bezüglich meiner posttraumatischen Belastungsstörung habe ich mit einer Selbsthilfegruppe gemacht. Ja. Da bin ich hingegangen, Mann, alle sind total, die Hälfte hat Skills in der Hand. Die andere, alle wie Family. Weil eine sagt mir so direkt so, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mit dir im Raum sein kann, du triggerst mich, weil du erinnerst mich an meinen Täter. Ich so, Entschuldigung. Sie so, musst dich nicht entschuldigen, musst nur ein bisschen weggehen, so erstmal oder dann. Und dann, das hat mir so viel gebracht, da wieder hinzugehen. Und das war aber auch wie ein bisschen wie das erste Mal im Gym. Das war so, oh, ich weiß nicht, will ich? Oh, dann draußen so gewartet, zu spät gekommen, weil will jetzt auch nicht als Erster dort auftauchen. Und es hat mir so viel gebracht. Und wenn es keine Selbsthilfegruppe gibt, die für euch passt, dann organisiert euch. Wenn ihr könnt, in den Momenten, wo es euch gut geht, nicht in den Momenten, wo es dir schon schlecht geht, sondern in den Momenten, wo es euch gut geht, organisiert. Gründet eigene Selbsthilfegruppen. Wir haben bei den Sichtweisen die erste richtig vernünftige Selbsthilfegruppe für Angehörige von Straffälligen. Wo Mütter, wo die Söhne heute früh verhaftet wurden, sich jetzt zusammengeschlossen haben. Nice. Weißt du? Und das hätte, und vor 2 Jahren hat jeder gesagt, das gibt's, das geht nicht, das funktioniert. Es funktioniert. Also, wir sind große Freunde von Persönlichkeitsentwicklung. Von sich selbst zu helfen, sich zu öffnen, ganz wichtig, sich zu öffnen. Und es gibt in jeder Stadt Selbsthilfegruppen. Es gibt welche. Es gibt irgendwas, was schon eine Basis hat. Ich finde trotzdem toll, dass du wehrhaft bist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele der Menschen, denen das passiert ist, was dir passiert ist, bleiben ihr ganzes Leben lang Opfer. Weißt du, wie ich meine? Also bleiben nur hängen. Sind ihr ganzes Leben lang werden sie als Punching Ball für andere Arschlöcher benutzt. Ja. Du hast dich entschieden, dich dagegen zu wehren. Du machst das hervorragend. Und ja, wir werden noch mehr von dir hören. Ich werde dich gerne auch mal... wir machen Workshops mit Mentoren und so. Ich würde dich gerne mal einladen. Ich habe gerade gedacht, du willst auf den nächsten Kampf kommen. Bist auch seid beide herzlich eingeladen. Frankreich. Frankreich? Ja. Oui. Ja. Ist französische Gegnerin? Wahrscheinlich. Der letzte Kampf war in Paris, da war die Gegnerin auch Französin. Kann schon gut sein, man weiß es nicht. Okay. Dann sprichst du die Sprache der Liebe dort. ja, sehr schön. Ich bin sehr, sehr happy. Ich hoffe, du auch. Du machst selber schon Jugendarbeit. Du wirst, von dir wird man noch so viel hören. Ich habe immer so ein bisschen dieses... bin ich sehr glücklich drüber, dass ich endlich da eingebunden worden bin. Ja. Das ist so krass, das war mein Traum. Du wirst da noch ganz, ganz viel machen können, weil eines der Felder ist nämlich... Das ist zum Beispiel, wir haben auch ein Riesenproblem, authentische Vorbilder für junge Frauen zu finden, bei denen nicht schon alles glatt gelaufen ist. Weißt du, so, wo man sagt, okay, hey, bei dir passt alles und du denkst, weil viele, viele junge Mädchen können sich damit nicht identifizieren. Ja, genauso wenig, wie ich mich nicht mit jemandem identifizieren konnte, der komplett gesund ist, weil ich es nicht bin. Ja. So, wie soll ich werden wie du, wenn ich doch so bin, wie ich bin? Ja. Und deswegen, unser Wahnsinn wird vielen Leuten helfen. Ich bin sehr froh, dass wir uns jetzt kennen. Ich komme auch mit den Leuten sehr gut klar, die ein bisschen im Wahnsinn sind. Ja, natürlich. Natürlich. Ich finde es gut. Und wir werden noch viel von dir hören. Hier, Julia wird verlinkt in allen Dingen. Folgt ihr auf Instagram, schaut bei ihr vorbei.
wenn ihr Fragen habt, man darf dich anschreiben. Auf jeden Fall. Dann macht es. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Sport machen. Ja. Und dann sind wir raus. Dankeschön. Also, zack.